So, uns fällt noch ein, also den Betrug hier von dieser Familie Krüger, damals Beringer Straße 18, nennt er, wohnhaft in der zweiten Etage links. Das war so, das muss ungefähr 1995 gewesen sein, denn sie suchte aktuelle Rechnungen. So, und heute wissen wir auch, möchte ich nochmal sagen, sie haben immer einfach die Haushaltsgeräte ausgetauscht. Und wir haben dann immer neu gekauft und waren gar nicht zufrieden. Ne? Also auch nachher schon mit westlichen Haushaltsgeräten. So, und sie wusste eben ganz genau das und konnte es eben nicht rausstehlen aus unserer Wohnung. Und sie, na, ich muss noch einen Augenblick warten, weil hier geht gerade einer lauschen. Und sie wollte natürlich dann große Rechnungen haben und hat das eben. Ne? Also das muss der Grundig Videorekorder, SVS-Rekorder, ein Rekorder schon 2000 D-Mark nur noch gekostet haben. Also das war gerade die Zeit, da haben wir uns schon gewundert, aber obwohl wir waren nie da, ne? Dass er mit mal um sehr, sehr viel billiger war. Ne? Ja. Weil sonst hat er immer 2,9, glaube ich, ne? 2.900 und zuerst sogar 3.900. Ne? Ja, der war sehr teuer. Hat er. D-Mark, ne? Gekostet der Grundig SVS-Videorekorder. Und war ja auch der Beste, hat ja auch richtig Computer drin gehabt, alles und so. Also ein wunderbares Ding. Und wenn man schon die Fernbedienung gesehen hat, ne? Da hat man doch schon gesehen, was Qualität ist, ne? Was Ja. schön ist. So, jedenfalls, deshalb, das möchte ich nochmal sagen, also sie hat ganz genau gewusst und brauchte natürlich ganz aktuelle Auszahlungen. Also hat sie gerade ihre angeblichen Mutter, sag ich mal so, ne? Ja. Oder für diese da die Vormundschaft genommen hat. Bestimmt auch so eine wie wir, wo sich denn dann bereichert haben, weil sie ist eine hauptamtliche Mitarbeiterin der Stasi und eine SED-Socke gewesen. Ne? Und dass sie dann auch welche so ausgebeutet haben, aber dann gab es dann irgendwie doch Ärger von einer anderen Socke oder so, das übertrieben hat oder so. Weiß ich jetzt nicht, kann auch eine totale Ausrede gewesen sein. Wer weiß, was sie damit gemacht hat mit der Quittung. Keine Ahnung, vielleicht hat sie es auch im Bargeld irgendwo eingelöst. Ne? Dass sie versandmäßig gesagt haben, ja, habe ich hier verkauft. Also ich weiß nicht, was da alles so möglich ist. Ne? Also wir hatten damals jedenfalls gerade Waschmaschine, einen SVS-Videorekorder neu gekauft und wieder einen ganzen Zentner SVS-Kassetten. Haben wir gleich 100 Stück, dann wurde nachgelassen. Ne? Genau. Haben wir gleich gekauft, dann gab es immer preislichen Nachlass und so. Und all sowas haben wir mal gekauft und das hatten wir dann sofort und konnten wir sofort geben. So, und der Monat muss Dezember gewesen sein, der Nadi. Kann man ziemlich genau festlegen, ne? Also ich denke mir, es war Dezember 95, aber ich weiß es nicht genau. Aber ja, es leuchtet ein, ne? Weil alte Rechnungen nutzen wir ja nichts, ne? Also alte Einkaufsquittungen oder so der Rechnung. Also sie braucht die aktuelle, damit sie nachweisen kann, dass sie für das Geld was gekauft hat, oder? Also das ist so komisch, dass man da mal nachfragt, wir wissen nicht alles, ne? Weil ich muss doch nun nicht erraten, worauf so ein Drogenkopf kommt, der den ganzen Tag nur sinnt, wie er nicht arbeiten muss und wie er am besten klauen kann. Darauf muss ich doch nun nicht kommen, ne? Ich muss sowas doch nun nicht, dafür hat man doch Kripo alles, ne? Das muss ich doch nun nicht alles nachvollziehen. Also ich habe da keine Lust zu. Dann hätte ich doch gleich Verbrecher werden können und Klauer, wenn ich mich den ganzen Tag mit diesem Mist beschäftigen kann. Ob das einer versteht, Nadi? Nicht sagen. Weil wir müssen uns den ganzen Tag mit so einem Ganovenkram beschäftigen. Was hat die Stasi noch gemacht und so? Und sie denken, das ist schon alles durch mit uns. Oh, na, da ist doch wohl. Das sind die fettesten Sachen. Ne? Leider ist das ja alles noch analog und so, aber sonst würde man normalerweise schon in den Computer gucken, wo wir mal neben Brezhnev gestanden haben oder so oder irgend sowas. Ne? Natürlich weiter weg und so, aber das war ja noch alles analog und sowas wurde ja nie im Computer gespeichert und so. Also da bin ich ja gespannt. Also ich nehme an, sie werden sich ganz, ganz stark mit uns gesonnt haben und mit uns ausgegeben haben. Aber natürlich in der kleineren Öffentlichkeit, wo denn keine Presse und so dabei war, ne? Ja. Weil, na, das ist doch was, wenn man da selbstständig da so einen jungen Genossen ranzieht und erkennt, dass der, ja, dass er ein guter Wissenschaftler ist und so und ein guter Forscher und so, ne? Das ist dann sein persönlicher Zögling und das wertet so ein Politiker, so einen alten Brezhnev oder so einen alten Honecker und wie die da alle hießen, doch ganz schön auf.
Daran sollte man auch mal denken. Und wie gesagt, man sonnte sich immer in unsere Nähe. Also, sie haben das verdrängt, alles andere. Und unsere Erfolge sind ihre Erfolge. Und diesen Quinner, na den verhören Sie mal. Na, der wird das immer wieder sagen, dass seins ist. Was meinen Sie, wie die lügen können? Und das ist denen doch egal. So, und es ist meins. Das müsste man jetzt schon dann erkennen, wie kompliziert das Ding eigentlich ist. Genau. Weil das macht doch keiner so im Vorbeigehen. Und danach kam bei Krinner nichts mehr. Also so Forschungsprofis und so, so richtige Vollblutwissenschaftler müssen auch wissen, dass da nicht ein so ein Ding kommt, sondern mehr, viel mehr um solche Sachen, denn wenn sowas schon so kompliziert ist, ne? Die sehen aber, dass der was von Mathematik und Physik und all sowas verstehen muss, der sowas entwickelt. Und auch Praxis haben muss. Ja, deshalb haben sie mich arbeiten lassen als Kfz-Schlosser. Also eine Lehre, da war ich am meisten denn wohl da, als Lehrling, ne? Arbeiten, praktische Arbeit. Aber wie gesagt, brauche ich auch nicht viel. Das mache ich ein paar Mal und dann weiß ich. So, und da haben sie mich nur den Kakao gezogen. Ne? Da musste ich nur, sag ich mal, für die Schlosser. Das, so ein Auto ist ja nicht sauber gewesen, ne? Zu DDR-Zeiten. So Waschanlagen, sowas, das gab es doch. Hatte man doch eine in Rostock, ne? Bei der Neptunwerft. Eine andere weiß ich gar nicht. Und da, also, das hat man gar nicht geschafft, da mal hinzukommen. Also, das sind Schlangen gewesen, das kann man sich nicht vorstellen. So, und dann, wenn man denen diese Überlandfahrzeuge hatte, von der LPG und so, dann waren die ganzen Querfedern, also Blattfedern, ne, also quer eingebaut zur Fahrtrichtung vom Auto, ne, hin und vorne, die waren dreckig und verkeilt und rostig. Und der blanke Staub drauf, so. Und da musste ich dann unterrollen und das Auto stand auf Böcke und dann musste ich die Federn losdrehen und so. So, und dann sah ich natürlich schon nach 2 Stunden aus wie sonst was. So, und dann gab es nur einmal die Woche wechseln. Und Ingrid und Peter waren ja arm und hatten für mich auch keinen neuen Arbeitsamt. So, und dann haben sie sich gefreut, ne? Sie wussten ja, wer ich bin. Nur nicht, was ich wirklich darstelle, aber sie wussten ja, wer ich bin. Und dann haben sie mich wie so ein Schweinchen rumlaufen lassen. Das vergesse ich, diesen ganzen Niestüten nicht. Und dann möchte ich auch Ermittlungen haben, ne? Auch gegen alle, die mich da in meine Schule geschlagen haben. Die werden jetzt 55 und manche sogar schon 60 sein. Das hörte ne erst auf, als ich 9.10. war. Dann waren sie natürlich alle eine Lehre. Dann hat man schon überlegt, ob sie mich schlagen, diese Hampelmänner. Und denken sie mal daran, ich war noch 2 Jahre jünger. Und ich weiß leider nicht, ich bin der Meinung, ich habe nie verteilt, aber wenn das nicht hinhaute mit der Hypnose, wäre ich auch verteilt haben, davon weiß ich bloß nichts. Vielleicht sind deshalb immer mit, also 10 mindestens, kann man sich nicht vorstellen, wenn man denkt, wenn man übertreibt, wir immer ein totales Bündeln und dann habe ich es von allen Seiten gekriegt. Habe mich richtig eingequetscht, dass ich mich nicht bewegen konnte. Und waren alle immer viel älter. Und die Großen haben von außen dann lang gelangt und die Kleinen haben sich dann ein bisschen geduckt. Dann habe ich es von allen Seiten schön gekriegt. Und dann wird geguckt und dann wird nachgeschlagen in der Pause. Und die Lehrer hatten ihren Spaß daran. So, und ich will die alle haben, diese Hampelmänner. Die müssen auch noch genau so eine blöden Gören haben und das wird herrlich, ne, Nat? So, das will ich alles haben. Ja, das möchte ich nochmal sagen, ja, ne, also Atemdepression nennt man das, also immer diese tiefe Luft holen. Totaler Drogenentzug, jetzt haben wir 12.34 Uhr und wir schaffen es heute wahrscheinlich wieder im Palmgarten, nicht wieder? Ja, das ist